Daniel Fehr, Felix Schad, ihr habt ein hammercooles Büchli gemacht zusammen. «Kaktus – Eine Wildwestgeschichte». Um was geht es, Daniel? Es geht um den Kaktus im Wilden Westen. Es geht um grosse Fragen, Freundschaft, Einsamkeit, Tod. Eigentlich passiert fast nichts. Es ist der Hammer. Es ist so toll, weil fast nichts passiert. Aber die Bilder, die du gemacht hast, die Zeichnungen, sind sehr stark, würde ich sagen. Das Format ist ungewöhnlich. Wie hast du dich für das entschieden? Wie ist das zustande gekommen? Ja, die Herausforderung war eigentlich schon, dass eben eigentlich wenig passiert und trotzdem grosse Fragen gestellt werden. Dadurch, dass aber immer wieder die gleiche Szene kommt, ist es darum gegangen, die so zu bringen, dass es nicht langweilig wird und trotzdem immer sehr ähnlich sind. Und es ist eine Wild-West-Geschichte und darum haben wir gefunden, wenn wir wirklich ein Western-Format, also Cinerama, grosses Kino. Wir haben es am Anfang eigentlich noch reduzierter gehabt. Wir haben einen ersten Entwurf gehabt, wo es viel ruhiger ist, das ganze Büchli. Die Szenen sind viel expressionistischer geworden jetzt in der zweiten Fassung. Und ursprünglich, als ich das Buch konzipiert habe, geplant habe, habe ich es mir eigentlich noch einmal einen Schritt reduzierter vorgestellt. Ich habe es mir fast grafisch vorgestellt gehabt. Und jetzt ist es doch sehr lebendig, obwohl es eben so ruhig ist. Aber was ich sensationell finde, wenn man sagt, erstens mal muss ich jedes Mal habe ich ein riesiges Smile auf dem Gesicht, wenn ich das durchblättern und lesen. Und gelesen ist es ja schnell, weil es hat sehr, sehr wenig, sehr reduzierten Text. Ist das einfach gewesen, so wenig zu schreiben? Auch das war am Anfang noch ein bisschen mehr und es ist eigentlich immer weniger geworden. Das ist tatsächlich eine Verdichtung von dem. Und auch es gibt Seiten, die haben gar keinen Text. Also es sind ein paar Worte in diesem Buch, die die Geschichte erzählen. Und für mich ist immer die Herausforderung, wie viele Worte kann ich brauchen, damit es dran das erzählt, was es erzählen kann, in der vollen Schärfe. Wie war es für dich, Felix? Ich meine, in der Regel machst du jeden Tag für den Tagesanzeiger eine Karikatur, also einen unglaublichen Output, der auch keine längere Folge hat im Sinne von Geschichte, die man erzählt. Da war es eine ganz andere Arbeit. Ja, ich habe mich auch ein bisschen verführen lassen über die eben kurze Geschichte, wenige Texte. Ich habe das Gefühl gehabt, das schlägt sie einfach auch so raus, wenn ich eigentlich normal arbeite und ich habe das total unterschätzt. Was war denn so anders gewesen? Was hast du anspruchsvoll gefunden? Ich habe eben gedacht, weil es so kurz und nett ist, einfach da zeichne ich eben ein paar Mal den Kaktus, aber dass das am Schluss eben das Zusammenspiel, Text spielt und dass das am Schluss, obwohl es so reduziert ist, gleich eben lebendig bleibt, dass es Spass macht zum Anschauen. Das ist für mich eigentlich Krux oder die grosse Herausforderung gewesen. Du machst ja viele Bilderbücher, Daniel, viel für Kinder. Da ist es auch anders. Ja, genau. Ich mache sonst vor allem für Kinder Bilderbücher, schreibe die, entwickle Geschichten für Kinder. Auch dort gibt es mal ab und zu ein Buch, das sehr lakonisch ist, aber nicht so lakonisch wie der Kaktus. Das habe ich da dürfen voll ausleben und habe mir auch erlaubt, so etwas länger zu erzählen. Ein Bilderbuch hat eigentlich immer so eine Formatbeschränkung auf 32 Seiten. Das hat es da nicht, das darf länger gehen, das darf auch noch ruhiger sein. So wirklich wie so ein Breit-Kinofilm, so ein Grossland-Kino. Ihr habt gleich einzelne Figuren, die im Moment irritierend sind oder cool, weil sie immer wieder vorkommen. Das eine ist der da. Der Stepperoller. Erzähl etwas über den Stepperoller. Wie ist der entstanden? Der Stepperoller ist einer, der eigentlich die ganze Wüste umreist, der Harley Davidson, wo er rumfährt und er grüßt ab und zu den Kaktus wie so ein Cowboy. Das ist übrigens kein Harley Davidson, es ist ein Indien. Ein Indien? Ja. Was ist ein Indien? Das ist eigentlich das Konkurrenzprodukt von der Harley Davidson. Aber passt besser in die Wüste. Und der ist im Prinzip der, der in die Welt rausgeht und der Kaktus ist immer dort und würde sich manchmal wünschen, dass er vielleicht gleich einmal etwas mehr gesehen hätte. Also eben viel existenzialistischer, mit so wenig Bild, so wenig Text geht fast nicht. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wie habt ihr zusammengearbeitet, dass am Schluss
das rausgekommen ist. Du hast gesagt, Felix Schad war anspruchsvoll gewesen. Der Prozess ist über 3 Jahre gegangen. Wahrscheinlich haben sie zwischendrin mal gefunden, oh mein Gott, könnte man das nicht beenden? Er hat es fertig gebracht und es hat sich auch gelohnt. Wie? Ich starte meistens mit einer Geschichte und suche dann einen Verlag. In dem Fall war es anders gewesen. Ich hatte die Geschichte und hatte eine Vorstellung, wie das werden muss. Eben sehr, sehr klar und reduziert. Und plötzlich merkte ich, nein, es muss nicht so klar und reduziert werden. Es muss einen stärkeren Strich haben. Und da dachte, ja, der Felix, der passt dazu. Der Felix, den kenne ich aus der Zeitung. Der hat einen Strich, den ich für das Buch suche. Er wohnt in der gleichen Stadt. Ich frage ihn doch mal, ob er Lust hat drauf. Ja, und ich hatte Lust. Und habe aber eben sehr lange damit experimentiert, was du auch angesprochen hast, eben das möglichst auch zu reduzieren, möglichst, also wirklich Art Bovera. Aber irgendwo hat das wie nicht verhebt. Und ich habe aber doch eine erste Version mal zusammen haben wir erarbeitet. Und, aber die hat mich also, und zwar von meiner Seite her, nicht befriedigt. Und, wie viele Skizzen hast du gemacht? Ja, ich glaube Hunderte. Bis ich eigentlich den Weg gefunden habe, wie ich das wirklich kann, in den Griff bekommen. Und dann, als ich es aber mal gewusst habe, so geht es, dann ist es dann abgegangen. Für wen ist das Büchli? Für alle, die sich für grosse Fragen interessieren. Also Kind. Grosse Kind.